All right, brother. Tell me your name. Christoph. And what are you doing here in Colombia? Ich war jetzt 2 Wochen hier. Sehr, sehr schön war. Gerne Spanisch in der Nueva Lengua. Hab bei Null angefangen und macht richtig Spaß. Also ich bin sehr ungeduldig, aber es geht richtig gut voran. Und mittlerweile kann ich mich immerhin schon ein Stündchen mit Smalltalk über Wasser halten. why you're standing just 2 weeks? What are your plans here in Colombia? No, ich werde noch länger hier bleiben. Ich bin jetzt 2 Wochen hier und werde noch viel Zeit hier verbringen. Ich werde Work and Travel machen. Auch über die Nueva Lengua kann man hier arbeiten zum Beispiel. Das heißt arbeiten, essen und Spanisch lernen, reisen und Spanisch lernen. Hammergeil. Hier der Wasserfall. Oberhammer, so ein kleines Häuschen, nirgendwo, keine Touris. Einfach nur richtig schöne Zeit haben und spaßig, locker Spanisch lernen. Das Wochenende jetzt zum Beispiel sind wir ins Umland von Bogota gefahren, haben mit Rafting angefangen, das heißt mit so einem Boot auf dem Fluss. Die Guides haben mit Absicht nur Spanisch mit uns gesprochen, was es sehr lustig gemacht hat. Und das Boot natürlich gekentert. War aber extrem lustig. War richtig viel Spaß. Und hinterher haben wir dann im Auto so kleine Spanisch-Stunden gehabt. Das heißt Stunden, eine halbe Stunde. Und dann sind wir weiter in Supermärkte, haben da was gekauft, mussten uns mit den Verkäufern unterhalten. Haben hier dann abends gegrillt zusammen, Lagerfeuer gemacht, Salsa getanzt. Also halt einfach ein Wochenende, was viel zu schnell umging, super stark war und man hat einfach Spanisch gelernt, nebenbei. Krasse Sache. Okay, ich würde die Nueva Lengua auf jeden Fall Kumpels empfehlen. Ganz einfach deswegen, weil ich denke mir halt einfach immer, dass es schön ist, sich nicht als Tourist zu fühlen in anderen Ländern. Und selbst mit dem kleinsten Wortschatz sich irgendwie noch, beteiligt zu fühlen. Und das finde ich absolut gegeben. Es ist halt die Nueva Lengua ist halt so eine familiäre Schule. Und ob du nur sie sagen kannst oder ganz tolle Sachen, ist eigentlich ganz egal. Die machen immer, lachen immer und helfen dir und es ist halt einfach entspannt. Also deswegen würde ich in dem Fall Freunden empfehlen und ich hoffe, dass es so familiär bleibt. Dass nicht zu viele kommen, das ist wichtig. Aber ich hoffe, dass das so bleibt. Das ist super.